Herr Dr. Birkelhofer, bitte. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Es ist auch in aller Kürze und Klarheit ganz einfach. Ich habe nur eine ganz kurze Antwort an die Frau Ministerin. Und es geht tatsächlich um eine wichtige Grundsatzfrage. Und die Frau Ministerin hat ja ehrlicherweise gesagt, morgen steht die Verlängerung der Zulassung von Gentechnikpflanzen in Europa an, die wir immer abgelehnt haben. Wir haben aber natürlich inzwischen die Opt-out-Regelung, das heißt, wir haben unser Selbstbestimmungsrecht durchgesetzt. Und jetzt ist die Frage, wie soll Österreich dann weiterhin auf europäischer Ebene vorgehen? Meine Damen und Herren, das ist nicht redundant, sondern das ist sehr wichtig. Wir sind Vorreiter in diesem Bereich immer gewesen, über mehr als ein Jahrzehnt. Und ganz Europa schaut jetzt darauf, wird es weiterhin eine Solidarität in dieser Frage geben, Frau Ministerin? Und das wollte ich Ihnen gerne mitgeben für diese Grundsatzentscheidung. Nämlich, wenn wir Gentechnik in Österreich nicht wollen, sollten wir auch immer klar sagen, wollen wir das nicht in Europa? Das ist ja eigentlich die Gesetzesperspektive, die wir immer eingenommen haben. Wir wollten immer eine europäische gentechnikfreie Landwirtschaft sicherstellen. Und daher ersuche ich Sie, auch in diesem Sinne das so zu erläutern auf europäischer Ebene und auch zu sagen, das ist ein Anteil der Solidarität, den wir weiterhin für jene Mitgliedstaaten haben, die noch keine Opt-out-Regelung wie wir durchgesetzt haben. Und wir wollen Gentechnikfreiheit in ganz Europa weiterhin aufrechterhalten. Dankeschön für diese Klarheit.